Worten. Also wir sind ja noch mitten im Enigma-Kapitel, aber mir ist eingefallen jetzt, dass ich was vergessen habe bei der Visionärchiffre Ihnen zu zeigen. Ja? Also Visionärchiffre ist ja hoffentlich noch allen präsent, um was es da geht. Wir haben ein festes Schlüsselwort und wiederholen das immer, so lang wie unser Chiffretext ist. Und jedes einzelne zugehörige Chiffretextzeichen wird dann um den entsprechenden Buchstaben verschoben. Ja? Okay. Zum Knacken der Visionärchiffre haben wir zwei Verfahren gesehen. Das erste war der Kaczynski-Test. Also übrigens, beide Verfahren sind dazu da, um was zu tun? Schlüssellängere zu bestimmen. Darum geht's. Ja? Wenn ich die Schlüssellänge habe, ist der Rest trivial. Ja? Weil das sind ja dann nur noch N-Verschiebechiffren. Also Schlüssellänge bestimmen. Und da haben wir den Kaczynski-Test gesehen. Was macht denn der? Ja? Der untersucht häufig, also Wörter, die öfter vorkommen. Zählt oft, also an welcher Stelle das vorkommt und dann wird diese Zahl in den Faktoren zerlegt. Halt, ein kleiner Schritt fehlt uns. Wir schauen nicht nur an welcher Stelle kommt das Wort vor. Wir schauen uns den Abstand an von Wiederholungen von Zeichenketten. Okay? Das machen wir. Und mit diesen Abständen, was machen wir mit denen? Diese Faktoren. Ja. Ja, und warum? Die Idee dahinter ist doch die, dass diese Abstände Vielfache der Schlüssellänge sind. Ja, also wenn so eine Wiederholung nicht zufällig war, dann muss der Abstand ein Vielfaches der Schlüssellänge sein. So Leute, Sie sind deutlich zu spät dran, das finde ich nicht so toll. Ja? Jetzt ganz leise hier hinsetzen. So, dann haben wir noch den Friedmann-Test angeschaut, der ist eigentlich noch genialer und der liefert uns eine Schätzung für die Schlüssellänge. Und jetzt zeige ich Ihnen, wie ein Informatiker das macht. Ja? Ein Informatiker, der von Mathe gar nicht viel verstehen muss. Ja? Also man sieht das, hier werden wir sehen, dass die Informatik uns eigentlich zum gleichen Ergebnis führen kann, wenn man es nur geschickt genug macht und Grafik- und Visualisierungstechniken nutzt. Ja? Und das ist ein Applet, das ich irgendwann im Internet gefunden habe und es müsste auf der Homepage zu meinem Buch, da ist ja die Liste meiner Links, da müsste auch ein Link auf das Original-Applet sein. Ja? Wobei, das hat immer wieder über die Jahre hinweg irgendwo einen anderen Platz im Internet gefunden. Kann auch sein, dass der Link tot ist und dass Sie noch ein bisschen suchen müssen. Aber ich kann Ihnen auch einfach das Applet schicken und Sie führen es dann selber aus. Ja? Das können wir auch machen. Bloß ich will halt nicht fremde Applets ins Web stellen wegen Copyright. Ja? Okay, also wie gesagt, Sie können das auch selber benutzen, dieses Applet. Und deswegen dieser Hinweis, ich habe das Applet auch noch angepasst, weil das ist von einem irgendwie Amerikaner, glaube ich, geschrieben und da geht es um amerikanische Texte und amerikanische Häufigkeitsverteilung. Ich habe die Häufigkeitsverteilung durch die deutsche ersetzt. Ja? Weil das ist ja wichtig, wenn wir einen deutschen Text haben. Ach so, wie ist denn das jetzt? Dieser Cypher-Text, ist das jetzt ein deutscher oder ein englischer? Müssen wir dann nachher mal schauen, wenn wir ihn geknackt haben. Okay, also, dieses Applet, das erzeugt mir zufällig einen Chiffre-Text und der wird hier in dem Fenster geschrieben. Ja? So, und den wollen wir jetzt knacken. Und jetzt gehen wir hier auf Break. Ach schade, das kommt jetzt zu klein. Aber können Sie das sehen? Ja? Auch die Buchstaben lesen. Ansonsten übrigens, es gibt hier vorne auch noch Reihen, in die man sich setzen darf. Ja? Also kommen Sie einfach nach vorne, wenn Sie es besser lesen wollen. Also, was uns dieses Applet jetzt anzeigt, ist, die Häufigkeitsverteilung in unserem Chiffretext in Rot. Ja? Die roten Balken geben an für alle Buchstaben A bis Z die Häufigkeitsverteilung. Und die blauen Balken dahinter,
Das ist jetzt wichtig. Die blauen Balken geben die deutsche Häufigkeitsverteilung an. Die Häufigkeitsverteilung der deutschen Sprache, und da sieht man mit großem Abstand das E am häufigsten, dann kommt das N und so weiter. Und es gibt auch so Stellen hier zum Beispiel quasi null, weil das Q hat ja bloß irgendwie unter 1%. Ja? Okay, und die Idee ist jetzt, wir vergleichen die Häufigkeitsverteilung von unserem Chiffretext mit der von der deutschen Sprache. Und wir sehen auf den ersten Blick, die haben nicht viel gemeinsam, die beiden Häufigkeitsverteilungen. Ist ja auch gut so, weil das soll ja eine ordentliche Verschlüsselung sein. Und es ist ja eine Visionärchiffre. Wenn das jetzt eine Verschiebechiffre wäre, dann was würden wir sehen? Wie würde die rote Häufigkeitsverteilung aussehen, wenn das eine Verschiebechiffre wäre? Ja? Irgendwo müsste es auch so eine Spitze geben wie beim E. Und dann müssten wir, das ist ja Verschiebeabstand. Genau. Also wir müssten auch irgendwo so einen Peak haben wie beim E. Bloß der wäre halt nicht hier, sondern der wäre irgendwo anders. Ja? Aber nicht nur den Peak vom E würden wir sehen, was denn noch? Genau. Also die rote Häufigkeitsverteilung wäre nichts anderes als ein Shift von der blauen. Wenn wir eine Verschiebechiffre hätten und genügend Chiffretext, genügend Statistik. Ja? So, jetzt haben wir aber eine Visionärchiffre. Und es ist klar, dass da die Häufigkeitsverteilung anders aussieht. Und vor allem, was man sieht, ist, die rote Häufigkeitsverteilung ist viel näher an der Gleichverteilung dran als die deutsche. Und das ist ja auch gut. Ja? Also gut, was die Verschlüsselung betrifft. So, und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt verändern wir die Periode. Sie sehen hier, ja, das kann man jetzt wahrscheinlich von hinten nicht mehr lesen. Also da steht jetzt links daneben Period. Da kann ich die Periodendauer von meinem Schlüsselwort verändern. Ja, jetzt gehen wir mal sagen Plus und jetzt hat das Schlüsselwort die Länge 2. Hier steht Keyword, AA steht jetzt. Ja. Also jetzt ist quasi, jetzt probiere ich das Schlüsselwort AA. Ja. Aber der Trick ist der, wichtig ist eigentlich jetzt erst einmal die Schlüsselwortlänge. Ja. Wir haben eine Schlüsselwortlänge 2 und jetzt wird hier dargestellt in Rot die Häufigkeitsverteilung von dem roten Teiltext, also erst das Schlüsselwortzeichen und Sie sehen, die Zeichen sind hier rot markiert. Ja? Also wir haben die Häufigkeitsverteilung von einem Teiltext unter der Annahme, dass das Schlüsselwort die Länge 2 hat. Ja? Also ich nehme einfach jedes zweite Zeichen in meinem Chiffretext und schaue da die Häufigkeitsverteilung an. Und das Spiel, das treiben wir jetzt so lang, bis wir eine schöne deutsche Häufigkeitsverteilung kriegen. Sie sehen, das sieht noch nicht so toll aus. Ja? Und jetzt machen wir die Periode einfach länger und schauen es uns einfach an. Jetzt haben wir Länge 3, 4. Ja, ich meine, man kriegt so langsam Struktur. 5, das sieht nicht so gut aus. 6, oh, das sieht jetzt interessant aus. Ja? So, und jetzt passen Sie auf, jetzt kann man noch Folgendes machen, das ist ganz cool. Ich nehme jetzt einfach mit der Maus diesen Balken und schiebe ihn rüber bis zum E. Ha, das sieht doch gut aus, oder? Also da haben wir einen richtig schönen Match. Also das könnte tatsächlich die Schlüsselwortlänge sein. Ich meine, was toll ist, ist natürlich dieser hohe Balken. Und was auch interessant ist, hier zum Beispiel, da haben wir bei beiden 0. Ja? Und da auch. Ja? Also ich würde sagen, das sieht schon ziemlich gut aus. Ja? So, also das heißt, die Schlüsselwortlänge, die könnte tatsächlich, das könnte so lang sein. So, und jetzt gehen wir her, jetzt können wir hier Position Right, jetzt wechselt hier das Rot. Also jetzt, vorhin hatten wir den ersten Teiltext, jetzt haben wir den zweiten Teiltext. Und jetzt verschieben wir den zweiten Teiltext natürlich auch noch so weit, bis es hier ganz gut passt. Mal sehen. Ja, das sieht doch auch wieder sehr gut aus. Ja? Genau. Und jetzt quasi unser Schlüsselwort, das beginnt jetzt zu wachsen. Das fängt an mit OR und so weiter. So, jetzt gehen wir wieder eins nach rechts. Und ist es das schon?
Könnte sein, oder? Könnte natürlich auch noch, jetzt probieren wir mal sowas. Nö, das passt nicht so gut, würde ich sagen, oder? Weil da sind diese Nullstellen, passen da nicht so recht zusammen. Wie wäre es mit dem da drüben? Gar nicht gut. Und den hatten wir den schon? Auch nicht gut. Ich glaube, es ist schon der. Ja, genau. Also, und jetzt gehen wir nochmal right. Das ist nicht so gut, oder? Ich glaube eher so. Ja, das sieht doch auch wieder ziemlich gut aus. Nächste nach rechts. Jawohl. Und es ist klar, das letzte Schlüsselwortzeichen wird vermutlich ein E sein. Orange, ja. Also ich meine, daran sieht man natürlich, es ist keine gute Idee, als Schlüsselwort irgendwelche existierenden Wörter zu nehmen, weil da kann man schon ein Zeichen, bevor man am Ende ist, erraten, was das letzte sein wird. Ja. Okay, also das heißt, jetzt haben wir ein Schlüsselwort gefunden und jetzt sagen wir decrypt. So. Und kann man da was lesen? Also das ist ein englischer Text, erst einmal. Nicht wirklich, oder? Hm? Aha, sehen Sie irgendwo einen Text? Wo denn? Ganz nach rechts gehen, weiter rechts, genau, ein bisschen weiter links, drei Worte nach links, und dann fängt es an, der Player has complete control over the workings of his ship. Working, ah ja, okay. The over. Over da, Sie sehen, wenn die Blanks an der falschen Stelle sind, das ist gar nicht so trivial. Genau. Also, aber das heißt, das müsste auch einen Text geben. As a sea captain. Ah ja, as a sea captain in the sail navy. The player has complete. Okay, also es ist ein englischer Text. Ja? Okay, aber Sie sehen, sorry, wir haben jetzt mit der deutschen Häufigkeitsverteilung einen englischen Text geknackt und tatsächlich sind die gar nicht so weit auseinander, deutsche und englische Häufigkeitsverteilung. Deswegen hat es hier trotzdem noch ganz gut funktioniert. Ich habe eigentlich, das habe ich jetzt vergessen, in der Vergangenheit habe ich dann halt einen deutschen Visionär Chiffre-Text genommen und den kann man auch von Hand da reinpasten. Ja? Es gibt, glaube ich, auch eine Übungsaufgabe im Buch und da können Sie dann den Chiffre-Text nehmen, da reinpasten und dann müssen Sie gar nicht Kasiski und Friedmann-Test anwenden und kriegen es auch raus. Okay, noch Fragen dazu? Also wie gesagt, es ist ja interessant, mit dieser grafischen Methode, mit diesen Histogrammen der Häufigkeitsverteilung, sind wir im Prinzip genauso gut wie Kasiski und Friedmann-Test. Ja? Wobei, ich meine, klar, wenn jetzt natürlich unsere Schlüsselwörter sehr lang werden, dann wird es mit dem Grafischen auch irgendwann unbequem. Okay, also keine Fragen mehr, dann gehen wir wieder zurück zum Thema Enigma. So. Na? Jawohl, okay, genau. Wir waren stehen geblieben bei den Angriffen auf die Enigma. Ja? Ja,
Ach so, was ist denn eigentlich hier los mit dem Beamer? Der schneidet da ab heute. Ist das normal? Jetzt sieht es besser aus. Gut, okay. Also, Zyklen verraten die Walzenstellung. Es geht tatsächlich darum, Zyklen zu finden. Zyklen in unseren, das müssen wir uns jetzt anschauen, wo wir Zyklen finden werden. Also, erst einmal, worauf basiert dieser Angriff? Der Angriff basiert erst einmal auf einem Fehler in der Anwendung der Enigma. Ja? Ein Fehler, der eigentlich, oder wie soll ich sagen, eine Maßnahme, die eigentlich sehr gut gemeint war für das Übertragen der Funksprüche. Nämlich, der Funker, der musste seinen Spruchschlüssel immer zweimal übertragen. Ja? Und ja, Spruchschlüssel, warum Spruchschlüssel? Weil, wenn jetzt so ein Schlüssel der Enigma, was ist denn ein Schlüssel der Enigma? Ein Schlüssel der Enigma besteht aus drei Teilen. Walzenlage, wissen Sie, was Walzenlage ist? Hier, wenn wir die Enigma anschauen, was ist die Walzenlage? Ja? Die als erstes eingestellt sind. Nein, das ist die Walzenstellung. Ja? Würde ich sagen, welche Reihenfolge drin sind. Genau, welche Walzen an welcher Stelle drin sind. Also von den fünf verfügbaren Walzen, welche kommt wohin? Das ist die Walzenlage, das ist der erste Teil vom Schlüssel. Dann natürlich die Walzenanfangsstellung. Also in welcher Position werden die jetzt eingestellt am Anfang vom Funkspruch? Und drittens? Verkabelung von vorne. Genau, die Steckbrettverschaltung. Ja. So, das ist der Schlüssel. Und für die Enigma gab es Codebücher, und in diesem Codebuch gibt es für jeden Tag eine eigene Seite. Also so ein Codebuch war typischerweise ein paar Monate gültig, und für jeden Tag in dem Zeitraum gab es eine Seite, wo genau drin steht, welche Abteilung die Enigma wie einzustellen hat. Ja? So, wenn jetzt, und das galt ja dann immer für eine ganze, was weiß ich, eine große Division, und da wurden vielleicht hunderte Enigmas verwendet von all den Funksprüchern, von all den Funkern. Und wenn hunderte Enigmas einen ganzen Tag benutzt werden, dann ist die Sammlung der vom Feind eventuell abgehörten Chiffretexte irgendwann groß. Ja? Und da hatten die Angst, wer weiß, vielleicht können die dann mit statistischen Methoden Angriffe starten. Und deswegen hieß es, hey, um das zu verhindern, soll jeder Funker für jeden einzelnen Funkspruch einen eigenen Spruchschlüssel verwenden, weil dann ist nämlich die Menge an Chiffretext, der verfügbar ist zu einem speziellen Schlüssel, sehr klein. Ja? Das war eigentlich eine gute Idee, die Sicherheit im Prinzip erhöht. Nicht nur im Prinzip, das erhöht tatsächlich die Sicherheit. Ja? Okay. Aber natürlich kommt jetzt die Frage, ja, aber wo kriegt denn quasi der Divisionskommandeur den Schlüssel her, den der Funker sich jetzt mal schnell ausdenkt? Ja, ist klar, der Funker muss den übertragen. Also dieser Spruchschlüssel, den muss der Funker erst einmal mit dem Tagesschlüssel verschlüsseln und an den Divisionskommandeur schicken. Ja? Da fragt man sich natürlich als erstes, ja, was bringt denn das? Dann wird ja der Tagesschlüssel doch ganz oft verwendet. Warum bringt es trotzdem was? Bei jedem Funkspruch wird der Tagesschlüssel verwendet, ist klar, um erst einmal den Spruchschlüssel zu übertragen. Man braucht bloß den Spruchschlüssel, also den ersten Teil der Nachricht, wo dieser neue Schlüssel drinsteht, den verschlüsselt man mit dem Tag. Genau. Ja. Ja, so ist es. Also ich verwende den Tagesschlüssel, um einen Funkspruch der Länge 3 Zeichen abzusetzen. Nämlich die 3 Zeichen, das ist meine Walzenstellung, die sich der Funker ausdenkt. Ja? Das heißt, der Funkspruch hat nur die Länge 3 Zeichen. Ja? Also wenn dann an einem Tag 10.000 Funksprüche mit einem Tagesschlüssel verschlüsselt werden, dann hat der Angreifer 30.000 Zeichen. Ja? Und das ist natürlich viel weniger, als wenn man Funksprüche der Länge 100 hat. Ja? Okay,
So, jetzt ist natürlich, diese drei übertragenen Zeichen sind natürlich wichtig. Wenn da ein Fehler auftritt bei der Übertragung, dann kann der Empfänger den ganzen Rest vom Funkspruch überhaupt nicht entschlüsseln. Und deswegen, und jetzt kommt der eigentliche Fehler, den die gemacht haben, deswegen hat man gesagt, dieser Spruchschlüssel, eigentlich, wenn der Spruchschlüssel jetzt ULJ heißt, würden diese drei Zeichen übertragen. Um jetzt Übertragungsfehler zu erkennen, wird der zweimal übertragen. Ja? Zweimal wird der zweimal verschlüsselt. Und der Chiffretext besteht dann aus 6 Zeichen und sieht irgendwie so aus. Ja? Und diese 6 Zeichen werden jetzt übertragen. Und genau basierend darauf hat der gute Herr Rejewski, das ist der Pole, der schon lange vor dem Zweiten Weltkrieg Enigmas geknackt hat, und dieses Verfahren hat er auch schon lange vorher erfunden, genau basierend auf diesem Fehler hat der Rejewski seinen Angriff aufgebaut. So, und zwar, wie funktioniert der Angriff? Also, wir hören jetzt die Funksprüche ab und von allen abgehörten Funksprüchen schreiben wir die ersten 6 Zeichen auf. Die protokollieren wir und schreiben sie in unsere Datenbank rein. Ja? Und davon brauchen wir möglichst viele. So. Ja, und jetzt schauen Sie. Jetzt ist es ja so, wenn ich diesen Funkspruch habe, ah, das schreiben wir mal drüber. Das war jetzt ein Funkspruch von einem speziellen Funker. Und wir wissen ja, das haben wir gerade eben gesehen, das war ja ULJ, ULJ, waren die Klartextzeichen dazu. Ja? Was macht denn der Spruchschlüssel? Was macht man mit dem dann, wenn er den hat? Also, nochmal, hier, jetzt nehmen wir unsere Enigma. Gut, ich meine, wir haben jetzt hier Zahlencodes da drauf. Ja? Also das sind eigentlich Buchstaben. Ja? Aber weil ich da bloß Zahlen ablesen kann, momentan sind die Walzen eingestellt auf 674. Ja? Wenn das jetzt der Tagesschlüssel ist, den ich aus dem Codebuch ablese, und ich als Funker überlege mir jetzt, ich will aber als Spruchschlüssel ABC verwenden. Was mache ich? Ja, dann tippe ich die drei Zeichen jetzt ein. A, B, C. Okay? Und jetzt nochmal. A, B, C. Jetzt hat der Empfänger, Funker, 6 Zeichen empfangen. Und das sind die 6 Zeichen, die der sich notiert. Ja? Notiert, und was macht er denn mit diesen 6 Zeichen? Genau, Tagesschlüssel einstellen, also was war das? 674 war das. Der Empfänger stellt jetzt den Tagesschlüssel ein und gibt den Chiffretext ein, den ich gerade eben hätte rausgekriegt, das weiß ich jetzt nicht. Ja? Den gibt er ein, den Chiffretext, und was kriegt er dann raus? Dann kriegt er wieder, wenn das ABC war, dann kriegt er als Klartext ABC, ABC. So, und was macht er jetzt, der Empfängerfunker? Was macht er jetzt? Genau, er stellt die Walzen neu ein auf ABC, weil ich als Sender mache das natürlich auch an der Stelle. Okay? Also das Verfahren, ist das jetzt klar? Wenn das Verfahren nicht klar ist, dann brauchen wir uns nicht mit dem Angriff beschäftigen. Ja? Keine Fragen mehr dazu. Gut. So, also. Wichtig ist jetzt, wir haben dieser erste Schlüsselbuchstabe taucht hier auf und 1, 2, 3 Stellen weiter wieder. Der zweite Schlüsselbuchstabe taucht hier auf und 3 Stellen weiter wieder. Und der dritte, das J hier, auch 3 Stellen wieder. So, das heißt, das Klartextzeichen zu dem L war das gleiche wie zu dem T. Und das Klartextzeichen zu dem O war das gleiche wie das zu dem G.
und das von K war das gleiche wie das zum M. Ja? So. Und, wichtig ist ja, für alle diese abgefangenen Funksprüche, für alle abgefangenen Funksprüche war der Tagesschlüssel der gleiche, hier und da und so weiter. Ja? Der Tagesschlüssel war bei all diesen abgefangenen 6 Zeichenstücken der gleiche. Das heißt, die Abbildung, die Chiffre, die hier verwendet wurde, war die gleiche wie die, die hier verwendet wurde und hier und da und da. Nur der Klartext, diese 3 Zeichen, waren andere. Ja? So. Aber jetzt ist das Wichtige, der Zusammenhang zwischen dem ersten und vierten Zeichen, und das ist der Punkt, zwischen dem ersten und vierten Zeichen, der ist überall der gleiche. Ja? Weil dieses L hier wurde mit einer Walzeneinstellung von dem Tagesschlüssel verschlüsselt, nämlich mit dem ersten Zeichen, mit der ersten Stellung. Genauso dieses A auch. Ja? Und das hier und das und das. Ja? Aber betrachten wir jetzt erst einmal diesen Funkspruch. Wir wissen, die Maschine stand hier an dieser Tagesanfangsstellung. Und wir wissen außerdem, 3 Zeichen später wird das gleiche Klartextzeichen verschlüsselt. Das heißt, da gibt es eine bijektive Abbildung zwischen den beiden. Nämlich, wenn das ein L war, dann ist das ein T. Ganz klar. Ja? Also wenn das jetzt nochmal übertragen wird, dann haben wir hier so eine bijektive Abbildung zwischen dem ersten und dem vierten Zeichen. Genauso hier auch. Und zwar, und das ist der Punkt, das ist die gleiche Abbildung. Das ist die gleiche Abbildung, bloß dass der andere Funker halt ein anderes Zeichen verschlüsselt hat. Und hier auch, das ist wieder die gleiche Abbildung und das auch und das auch. Das heißt, es geht jetzt darum, diese bijektive Abbildung, also diese simple monoalphabetische Chiffre, das ist der Punkt. Es geht jetzt darum, eine simple monoalphabetische Chiffre zu finden, die mir das erste auf das vierte Zeichen abbildet. Okay. Also, und bijektive Abbildungen einer endlichen Menge auf sich selber, das sind Permutationen. Ja? Das ist eine Permutation. Das heißt, wir suchen jetzt eine Permutation, die L auf T abbildet, A auf F, G auf C, X auf N, T auf I und so weiter. So eine Permutation wird gesucht. Naja, und cool ist natürlich, dass wir, wenn wir da viele Funksprüche abfangen, dann haben wir ja ganz viele quasi Trainingsdaten, um diese Permutation zu bestimmen. So. Und was wir jetzt machen ist, wir schauen uns so eine Tabelle an. In der ersten Zeile schreiben wir alle ersten Zeichen auf. Ich meine, ist klar, gesucht ist ja eine Permutation. Das heißt, da schreiben wir das ganze Alphabet einfach so hin. Ja? Und jetzt gucken wir, hier unten, da kommt jetzt die Abbildungsvorschrift. Und wir sehen hier schon, A wird auf F abgebildet. Also schreibt man da ein F rein. Ja? Und B, haben wir da ein B? Nö, das haben wir nicht. Aber zum Beispiel L wird auf T abgebildet, das sehen wir hier. Oder G wird auf C abgebildet. X auf N haben wir hier. T auf I haben wir hier. Okay? So. Das Dumme ist jetzt, eigentlich würde hier schon diese Abbildung stehen. Was wir mit der machen, sehen wir später. Aber das ist sie nicht wirklich. Weil die Steckbrettverschaltung spielt natürlich auch noch eine Rolle. Ja? Und die kennen wir ja nicht. Wir kennen die Steckbrettverschaltung nicht. Aber die Steckbrettverschaltung, die ist ja eine monoalphabetische Chiffre. Die macht uns da nicht allzu viel kaputt. Insbesondere macht die Folgendes nicht kaputt, nämlich die Zyklenlängen. Wir machen jetzt Folgendes, wir schauen uns jetzt Zyklen an.
Und zwar, schauen Sie, wir fangen da mit dem A an. A wird auf F abgebildet, okay? Und jetzt machen wir mit dem F weiter und schauen, auf was wird F abgebildet? Auf W. Dann W wird auf P abgebildet, P auf A. Und fertig sind wir. Weil wir sind wieder beim A angekommen. Das heißt, wir haben jetzt diesen Zyklus gefunden. A, F, F, W, W, P, P, A. Woher wissen wir zum Beispiel, auf was F abgebildet wird? Aus weiteren abgefangenen Anfangsstücken. Also wir müssen natürlich so viele Funksprüche abfangen, bis wir mit großer Sicherheit diese Tabelle ausfüllen können. Ja? Also Sie sehen schon, da brauchen wir jetzt mehr als bloß 5 Funksprüche. Ja? Also wir brauchen, naja, vielleicht 50 Funksprüche, dann sieht es ganz gut aus, sowas in der Größenordnung. Ja? Okay, so. Und das war der erste Zyklus. Und jetzt machen wir weiter. Jetzt fangen wir mit dem B an. Das machen wir jetzt mal blau. B, Y, Y, K, K, E, E, B. Haben wir den nächsten Zyklus. Ja? So, mit einer weiteren Farbe machen wir C, Q, Q, Z, Z, V, V, L, L, T, T, I, I, D, D, G und G, C. Jetzt sind wir fertig. Jetzt sind wir wieder beim C. Jetzt haben wir den nächsten Zyklus und dann gibt es noch einen vierten Zyklus, also der steht dann hier. So. Es muss immer einen Zyklus ergeben, das ist genau der Punkt. Jetzt lassen Sie uns mal kurz über Zyklen reden. Ja? Ja, und zwar, ich lösche jetzt mal wieder unsere Farben hier. Also nochmal, was eine Permutation ist, das wissen wir. Eine Permutation ist eine bijektive Abbildung einer endlichen Menge auf sich selber. Hier haben wir so eine Permutation definiert. Okay? Das, was da steht, ist eine Permutation. Warum ist das eine Permutation? Weil die Definitionsmenge, das sind die Zeichen A bis Z. Jedes von den Zeichen da oben tritt da unten genau einmal auf. Das ist wichtig. Ja? Dann haben wir eine bijektive Abbildung. Wenn hier zum Beispiel das A zweimal auftreten würde, ist es keine bijektive Abbildung mehr und ist zum Verschlüsseln gar nicht schön. Ja? Weil wir können dann das A nicht mehr entschlüsseln. Ja? Okay, aber wie gesagt, das ist eine Permutation. Und jetzt überlegen Sie sich Ihre Frage, kann das sein, dass das irgendwann nicht zyklisch wird? Nein, ich meine, das muss zyklisch werden. Also, ich meine, wir haben AF, FW. Warum muss denn das zyklisch werden? Es kann nicht anders sein. Das ist mir jetzt irgendwie zu schwammig noch rollen, wenn die durch sind. Warum muss das A irgendwann wieder kommen? Das wäre injektiv. Auch wenn es nicht injektiv ist, auch wenn es nicht injektiv ist, kommt das A wieder vor. Sogar dann. Wenn man Text, den ich quasi übertrage, länger ist als mein Schlüsselwort. Nee. Schlüsselwort spielt jetzt hier eigentlich keine Rolle. Ja? Hier geht es um eine Permutation. Ja, die Antwort ist ganz simpel. Weil es nur 26 Buchstaben gibt. Schauen Sie, wenn ich hier anfange, hier zum Beispiel so einen langen Zyklus, ja gut, der ist schon ziemlich lang, ja, geht es jetzt endlos oder was? Ohne Periode? Nein, irgendwann muss das C wieder kommen. Spätestens nach 26 Zeichen, gut, vielleicht kommt das C ja gar nie mehr, aber spätestens nach 26 verwendeten Zeichen kommt irgendeins wieder vor. Und sobald ein Zeichen zum zweiten Mal vorkommt, was passiert dann? Wenn das erste Zeichen wiederholt auftritt, was ist dann passiert?
dann geht es wieder von vorne los, weil unsere Abbildung ist ja deterministisch. Also klar, wenn ich natürlich jedes Mal würfeln würde, was tue ich, ja, dann kann es sein, dass es ohne Zyklen ausgeht. Ja? Aber das ist ja deterministisch. Diese Abbildungsvorschrift ist deterministisch, die funktioniert immer gleich. Das heißt, spätestens nach 26 muss ein Zeichen wiederholt sein. Also sprich, es muss Zyklen geben. Egal, womit ich anfange hier, es gibt immer einen Zyklus. Ja? So. Und jetzt stelle ich die nächste Frage. Also die erste Frage, genau, ich stelle immer erstmal die simplere Frage. Wenn ich Ihnen diese Wertetabelle gebe, sind Sie dann in der Lage, mir die Zyklen aufzuschreiben? Ha ja klar, das ist doch trivial. So wie ich es gemacht habe, das können Sie auch, dieses billige Spiel. Und zwar geht es immer. Immer wenn ich Ihnen die Wertetabelle gebe, können Sie die Zyklen eindeutig daraus ablesen. Jetzt kommt aber die interessantere Frage. Wenn ich Ihnen die Zyklen gebe, können Sie daraus die Tabelle rekonstruieren? Kommt auf die Anzahl. Alle Zyklen. Ich gebe Ihnen alle Zyklen. Dann schon. Und wie geht's? Wie macht man aus den Zyklen die Tabelle? Ich gucke halt, das erste, was drin steht, ist A. Also gehe ich zum A, schreibe um das F als A. Genau. Also aus dem Paar machen wir AF. Genau, so ist es. Also ist trivial. Und ich meine, das kann man auch ganz leicht allgemein beweisen. Permutationen sind eindeutig definiert durch ihre Zyklen. Ja? Und jeder Satz von vollständigen Zyklen definiert auch eindeutig eine Permutation. Ja? So, das heißt, wenn ich die Zyklen kenne, dann kenne ich auch die Permutation. Und wenn ich die Permutation kenne, dann kenne ich diese Zuordnung zwischen diesen Paaren. So. Ja. Jetzt ist aber das Problem, dass die Zyklen selber uns gar nicht so. Schauen Sie nochmal, was wollen wir denn? Wir wollen doch rausfinden den Zusammenhang zwischen erstem und drittem Zeichen. Ja? Warum? Weil dieser Zusammenhang zwischen erstem und drittem Zeichen, der sagt mir was aus über die Walzen-Anfangsstellung. Mit einer anderen Anfangsstellung der Walzen kriege ich hier eine andere Permutation raus. So. Leider ist es aber so, dass mit einer anderen Steckbrettverschaltung kriege ich auch eine andere Permutation raus. Das ist blöd und die kennen wir ja nicht. Aber es ist jetzt so, die Steckbrettverschaltung ist ja nur eine monoalphabetische Chiffre. Und die macht nur quasi hier in diesem Chiffretextalphabet eine Vertauschung von Buchstaben. Die macht nur eine Vertauschung von Buchstaben. Und wenn das nur eine Vertauschung ist, dann ändern sich die Zyklenlängen nicht und das ist das Coole. Die Zyklenlängen bleiben gleich, die Zyklen verändern sich zwar, aber die Zyklenlängen bleiben gleich. Und deswegen stehen hier die Zyklenlängen. Das ist jetzt natürlich Information über unsere Zyklen. 4, 4, 9, 9, das ist quasi mein Fingerabdruck von dieser Permutation. Jetzt gibt es natürlich viele Permutationen mit diesem Fingerabdruck. Ja? Ja, und deswegen gehen wir her und wir schauen uns diesen Fingerabdruck an hier. Also dieses Viertuppel von Zyklenlängen. Und jetzt machen wir das gleiche Spiel noch mit dem zweiten und fünften Zeichen. Können wir ja nochmal das gleiche Spiel machen. Wir bauen so eine Wertetabelle auf, bestimmen unsere Zyklenlängen daraus und wir kriegen quasi nochmal so ein Tuppel. Und dann machen wir das nochmal mit dem dritten und sechsten Zeichen. Wir kriegen also drei solche Zahlentuppel. Und jetzt stellen wir uns die Frage, und die Frage ist nicht so trivial zu beantworten. Wenn ich drei solche Zahlentuppel habe, kann ich daraus eindeutig
meine Walzenanfangsstellung bestimmen. Und das habe ich immer ausprobiert am Computer. Es geht natürlich heute mit Computer ganz toll. Ich probiere alle Walzenanfangsstellungen durch und schaue mir an für jede Walzenstellung, was für solche Zahlentuppel kriege ich, wenn ich solche drei Zeichen wiederholt eingebe. Ja? Das probiert man einfach aus. Und da kriegt man dann sowas. Ich habe mir so eine Tabelle erzeugt. Also, für die Walzenstellung AAA schaue ich an, erstes Pfeil, viertes Zeichen, wie sieht die Abbildung aus? Sprich, wie sind meine Zyklenlängen? Und da sieht man, da kriege ich zwei Zyklen der Länge 13. Übrigens, die Summe der Zyklenlängen muss immer 26 sein. Warum? Ja, weil es 26 Zeichen gibt im Alphabet. Also 13, 13 für erstes, viertes, 13, 13 für zweites, fünftes und 13, 13 für drittes, sechstes auch. Ja? Also wir kriegen dreimal dieses Paar, das ist halt jetzt Zufall. Wenn ich AAB nehme, dann kriege ich diese drei Tuppel. Schauen Sie hier, 1, 1, 12, 12, die Summe gibt auch wieder 26. Für AAC kriege ich diese drei Tuppel und so weiter. So. Und jetzt sieht man schon, da gibt es natürlich viele Kombinationen von diesen Tuppeln und Wiederholungen von so drei Tuppeln treten gar nicht so oft auf. Ja? Das sieht man einfach, wenn man die Tabelle analysiert. Moment mal, haben wir hier, ich glaube, wir haben hier irgendwo eine Wiederholung. Ja, genau. Schauen Sie, dieses AAB, die drei Tuppel sind gleich wie die drei bei AAR. Also da gibt es tatsächlich eine Wiederholung. Es gibt manchmal Wiederholungen, aber im Mittel sind es gar nicht so viele. Warten Sie, da muss ich gerade mal schauen. Haben wir das irgendwo stehen? Ja, genau. Und zwar muss man sich einfach anschauen, wie viele Walzenanfangsstellungen gibt es? Naja, 26 hoch 3 mal 6 verschiedene Walzenlagen sind 105.456 verschiedene Anfangsstellungen. Ja? So. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie viele solche Tuppel kommen tatsächlich vor und diese Tabelle analysiert, dann sieht man, dass es im Mittel etwa 2,5 Walzenstellungen pro Fingerabdruck gibt. Ja? Und das ist gar nicht so viel. Das heißt, wenn ich jetzt über diese Analyse diesen Fingerabdruck gefunden habe und in meine Tabelle reingehe, dann gibt es im Mittel 2 bis 3 Matches. Das heißt, mein Schlüsselraum reduziert sich schlagartig von 105.000 auf 2 oder 3. Das heißt, jetzt kann ich manuell diese paar, vielleicht sind es ja auch mal 6 oder 8 Anfangsstellungen, manuell durchprobieren, Schlüssel ist geknackt. Ja, also ich meine, an der Stelle sieht man, dass ein bisschen Nachdenken und Grübeln den Schlüsselraum ganz dramatisch reduzieren kann. Ja, das ist der Angriff, den die Briten ab dem Beginn des Zweiten Weltkriegs sofort angewendet haben und quasi immer die deutschen Funksprüche mitlesen konnten. Ja. So lange, bis die deutschen Kryptologen das Ganze wieder verbessert hatten. Zum Beispiel gegen Ende vom Krieg haben sie ja dann eine Vierwalzen-Enigma benutzt und dann war Blackout. Ja, und das war tatsächlich so, da gab es natürlich dann die ganz große Panik in Bletchley Park. Plötzlich konnten keine Funksprüche mehr mit dem Rejewski-Angriff geknackt werden. Und das war dann auch eine Zeit lang, ich glaube so ein halbes Jahr oder sogar noch länger, war wirklich Blackout, die konnten die Funksprüche nicht mehr mitlesen. Ja. Im Gegenzug waren da natürlich dann die U-Boote im Atlantik erfolgreich und haben alle Versorgungskonvois abgeschossen. Ja. Und das war auch tatsächlich in der kritischen Phase gegen Ende vom Zweiten Weltkrieg so, dass genau deswegen, wegen dem Enigma-Blackout, ist die britische Insel einmal kurz vorm Zusammenbruch gewesen. Ja? Weil, ist klar, ich meine, die Deutschen haben natürlich die ganzen Verbindungen nach Europa blockiert. Das heißt, die Versorgung mit Treibstoff zum Beispiel
Und im Krieg braucht man halt viel Treibstoff für die ganzen Flugzeuge und Schiffe und alles Mögliche. Die war kurz vorm Zusammenbrechen, auch Nahrungsmittel teilweise. Die hatten noch Reserven, heißt für 2 bis 3 Tage. Ja. Und dann war eben Alan Turing mit seinen ganzen Gurus in Bletchley Park irgendwann wieder erfolgreich. In Vierwalzen Enigma war dann geknackt und dann konnten die wieder täglich die Funksprüche lesen. Ja. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war so. Ganz am Anfang hat man natürlich die Enigma mit diesem Verfahren geknackt, die Drei-Walzen-Enigma. Ja? Dann haben die gemerkt, hoppla, da ist was schief und haben das irgendwie auch mitgekriegt, die deutschen Kryptologen, und haben dann nämlich genau dieses Verfahren, nämlich den Spruchschlüssel zweimal übertragen, aufgegeben. Und dann war natürlich erstmal wieder ein Blackout und da hat tatsächlich der Alan Turing sich ein neues Verfahren überlegt. Weil jetzt ist, ich meine, dieses Verfahren basiert nur auf diesem Fehler, den Spruchschlüssel zweimal zu übertragen. Das haben die das aufgehört, konnte man das Verfahren nicht mehr anwenden. Ja? Und da hat sich, da sind wir bei der nächsten Folie, Moment, hier, genau. Da hat sich der Alan Turing tatsächlich was Neues überlegt. Ja? Im Prinzip den gleichen, einen ganz ähnlichen Angriff, aber basierend auf einem anderen Fehler in der Verwendung der Enigma. Ja? Und zwar, wenn man jetzt hier annimmt, es würden Wettermeldungen immer so übertragen, dass das erste Klartextwort Wetter heißt. Ja? Ja, wenn das so ist, dass das erste Klartextwort Wetter heißt und ich meine Tagesstellung der Walzen kenne und dann muss ich mir nur den Chiffretext anschauen und ich habe natürlich hier dann wieder eine monoalphabetische Chiffre, zumindest für diesen ersten Teil, und ich kann genau den gleichen Zyklenangriff anwenden darauf. Allerdings, wie gesagt, da ist natürlich die Annahme, dass ich ein Stück Klartext kenne. Dazu muss man natürlich die Gewohnheiten der Funker gut kennen. Da braucht man natürlich auch ein bisschen Spionage, indem man weiß, bei Wettermeldungen ist immer das erste Wort Wetter oder bei anderen Meldungen kommt immer erst der Dienstgrad. Und wenn man dann weiß, dieses U-Boot, das ist ein Hauptmann und auf dem U-Boot ist es ein Leutnant, dann habe ich natürlich wieder Klartext. Ja? Ist nicht so einfach und so universell anwendbar wie der andere Angriff, aber mit entsprechendem Wissen über die Gewohnheiten der Funker und so weiter, kann man den Angriff dann auch anwenden und der ist dann tatsächlich auch angewendet worden. Ja? Also wie gesagt, ich glaube, die Abfolge war so, erst der Rejewski-Angriff mit den wiederholten Spruchschlüsseln, dann hat man das aufgegeben, dann wurde dieser Turing-Angriff verwendet auf eben Funksprüche, bei denen man weiß, um was es geht so ungefähr. Und dann irgendwann hat das halt auch nicht mehr funktioniert. Und das war der Punkt, wo dann die Vierwalzen-Enigma eingesetzt wurde. Ja? Und bei der Vierwalzen-Enigma, da war einfach der Schlüsselraum um ein gigantisches Vielfaches größer. Und ich vermute, das habe ich allerdings noch nie durchgerechnet. Ich meine, das, da haben ja die Walzen-Anfangsstellungen die Länge 4. Und dann hat man natürlich nicht mehr, hier waren es 105.000, wo haben wir es, Anfangsstellungen, sondern 26 mal mehr Anfangsstellungen. Und da braucht man natürlich dann wieder mehr Chiffretext und so weiter. Und vor allem, denke ich, gibt es dann auch mehr Wiederholungen in unserer Tabelle drin. Und dann kann es natürlich sein, dass da der Schlüsselraum schon wieder zu groß wird und ich von Hand diese paar übrigen nicht mehr so leicht durchprobieren kann. Und genau aus dem Grund haben die gegen Ende vom Zweiten Weltkrieg dann eine verbesserte Maschine gebaut. Ja? Man hat ja übrigens schon mit der Drei-Walzen-Enigma diese Bomben gehabt. Ja? Die Bomben, das waren kleine Computer, die nichts anderes gemacht haben, als automatisch viele Walzenstellungen der Enigma durchprobieren. Ja? Jetzt bei der Vier-Walzen-Enigma, da waren diese Bomben, das waren ja so Relais-Computer mit einer Taktfrequenz von 1 Hertz sowas, ja? Also 1 Takt pro Sekunde.
Und man hat natürlich was gebraucht, was viel schneller ist. Ja? Also vielleicht 100 oder 1000 Takte pro Sekunde. Und da hat der Alan Turing mit seinen Jungs zusammen den Colossus gebaut. Ja? Den ersten Computer. Also der Turing hat ihn sicher nicht selber gebaut, weil das war ein Theoretiker. Aber der Turing hat denen gesagt, was eine Turing-Maschine ist und wie sie es bauen müssen. Ja? Und dieser Colossus, den haben die dann verwendet, um die Vierwalzen-Enigma zu knacken. Ja? Achso, ich sollte Ihnen noch ein Bild, habe ich das jetzt hier auf den Folien drauf? Nö, schade. Warten Sie, das suchen wir schnell. Hier, genau, also Colossus. Colossus 1.jpg. So. Jawohl. So, hier haben wir den Colossus. Und das ist tatsächlich noch ein Originalbild von damals, sieht man ja, und im Schwarz-Weiß und auch an der Mode, die damals die Damen anhatten. Das ist ein Foto von dem Original-Kolossus. Und zwar diese Schränke oder Wände da, diese Dinger hier, das sind Röhren. Ja, das waren Röhrencomputer. Und da unten, ich glaube, das sind auch Röhren. Und, also mit Röhren und Relais hat das Ding gearbeitet. Und das hier ist, wenn Sie so wollen, das Keyboard, aber nicht wirklich eine Tastatur, sondern da konnte man halt irgendwelche Stecker irgendwo reinstecken und dann Verknüpfungen herstellen. Aber es heißt, die Maschine war universell programmierbar. Also die konnte nicht nur Enigmas knacken, sondern auch andere Programme ausführen. Und interessant ist, wo ist der Hauptspeicher von der Maschine? Und im Hauptspeicher, das wissen Sie ja, bei so einer von Neumann-Rechner, da wird das Programm und die Daten gespeichert. Ja? Und wichtig ist natürlich auch, dass man auf den Hauptspeicher auf beliebige Speicherzellen zugreifen können muss. Ja? Ich muss immer wieder in jede Speicherzelle vom Hauptspeicher reingucken. Und da haben die sich Folgendes überlegt. Das hier war der Hauptspeicher, dieses Band da. Das ist quasi so ein, wie sagt man denn, also beim Fernschreiber, so ein Lochstreifen, genau. Das ist ein Lochstreifen von einem Fernschreiber. Also mit so einem Lochcode wurde hier das Programm und die Daten in diesen Lochstreifen reingestanzt. Also kann man einen klassischen Fernschreiber nehmen und tippt es da ein, nämlich Programm und Daten wird auf diesen Streifen drauf getippt. Und dieser Streifen, der vielleicht 5 Meter lang ist oder was, der läuft mit hoher Geschwindigkeit hier andauernd im Kreis. Und da hinten dran, hier, also da hinten dran ist eine Lampe, die auf den Streifen drauf projiziert und da vorne dran sind irgendwelche Fotozellen, die dann für jedes Loch schauen, ob da jetzt ein 0 oder 1 Bit kommt. Ja, so hat dieser Computer funktioniert und das finde ich schon interessant, als Hauptspeicher so ein endloses Band zu verwenden. Ja? Natürlich ist die Lesefrequenz auf diesem Band nicht besonders hoch. Ja? Ah ja, sorry übrigens, das ist natürlich nur ein Teil vom Hauptspeicher, weil schreiben konnten die nicht auf das Band, ja? Sondern nur lesen. Also wenn man so will, klar, der Programmcode, den will man ja auch nicht verändern, der steht da drauf und irgendwelche Inputdaten und alles, was verändert wird, das passiert natürlich hier drin in dieser Digitallogik mit den Röhren. Und das ist natürlich schon, war natürlich eine geniale Leistung, damals so eine Maschine zu bauen, die dann auch noch halbwegs stabil funktioniert hat. So, und jetzt schauen wir uns noch das andere Bild an. Colossus 2. Ja, und das machen wir auch noch ein bisschen größer. So. Wenn wir uns jetzt das Bild anschauen, das sieht ganz ähnlich aus.
Der Mann hier, das ist der Tony Sale. Ja? Das ist ein modernes Bild, sehen Sie auch in den Farben. Und der Tony Sale, das ist so ein Veteran, der in Bletchley Park, da wo früher die Enigmas geknackt wurden und wo heute ein Museum ist, der hat dieses Gerät nachgebaut. Ja? Dieser Tony Sale, der war nämlich als junger Mann damals beteiligt am Bau von dem Kolossus. Es wurden alle Pläne, alles vernichtet, inklusive dem Kolossus natürlich auch am Ende vom Zweiten Weltkrieg. Und der hat allein aus seinem Gedächtnis und vielleicht ein paar Fotos, die dann da waren, dieses Teil komplett nachgebaut jetzt. Ja? Das Ding steht in Bletchley Park und funktioniert auch als Nachbau. Ja? Also klar, Sie sehen, das ist dieses Keyboard. Da hinten sieht man diesen Lochstreifen, der da im Kreis rumrast. Ja. Also wie gesagt, wenn Sie da mal nach Bletchley Park gehen, dann können Sie den Kolossus auch anschauen. Okay, gut. Ja, was gibt es noch zu sagen? Also das haben wir eigentlich alles. Ah ja, ein Jahr Arbeit für Rejewski. Das ist natürlich auch noch interessant, diese Bemerkung. Und zwar diese Tabelle hier. Ich meine, ich habe da ein Mathematica-Programm geschrieben, was automatisch innerhalb von ein paar Sekunden die Tabelle aufbaut. Die hatten damals noch kein Mathematica. Das heißt, der Rejewski hat zusammen mit seinem ganzen Institut, und ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter der da gehabt hat, ein volles Jahr gebraucht, nur um diese Tabelle aufzubauen. Ja? Ich meine, ist ja klar, ich meine, man muss dann die Walzenanfangsstellung nehmen und dann solche 6-Zeichen-Gruppen übertragen und das häufig genug, um diese Zyklenlängen rauszufinden. Das kostet für eine so eine Stellung, würde ich sagen, 10 Minuten. Und da muss man sie auch sauber machen. Da dürfen nicht viele Fehler drin sein in der Tabelle. Und 100.000 mal 10 Minuten, das ist natürlich eine ganze Menge. Ja, können Sie jetzt ausrechnen, wie lange eine Person brauchen würde. Und daraus dann wieder rausfinden, wie viele Mitarbeiter der Rejewski gehabt hat. Wie viele Computer der gehabt hat. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, was damals Computer waren. Das waren Menschen, die computet haben. Okay, bevor wir jetzt das Enigma-Thema beenden, also wenn Sie vielleicht selber eine Enigma, nicht ein Kolossus, der ist noch schwieriger als die Enigma, wenn Sie eine Enigma nachbauen wollen, wir haben mittlerweile die Pläne, also die Firma Carvo hat ja CAD-Pläne, einen kompletten Satz, die haben wir auf dem Internet verfügbar der Welt gemacht. Die können Sie auf unserer Enigma-Homepage, Sie müssen sich registrieren, damit wir wissen, wer die Pläne hat und dann können Sie die haben und dann bauen Sie mal schnell so eine Enigma nach. Okay, gut, das haben wir auch schon gehabt. Ja, dann kommen wir zum nächsten Kapitel, One-Time-Pad. Das ist ja noch ganz verwandt mit dem, was wir bisher gemacht haben, insbesondere ist es verwandt mit der Visionärchiffre. Ja. One-Time-Pad ist nichts anderes als eine Visionärchiffre mit dem Alphabet 01, also Alphabet der Länge 2, nämlich 2 Zeichen. Und außerdem noch ganz langes Schlüsselwort. Das nennt man dann One-Time-Pad. Also, vielleicht schauen wir uns gerade mal so ein Beispiel jetzt an. Wir nehmen als Schlüsselwort, oder machen wir es erst einmal, machen wir noch kein One-Time-Pad, sondern eine Visionärchiffre mit festem Schlüsselwort. Nehmen wir mal als Schlüsselwort 011001. Ja? Wenn das das Schlüsselwort wäre, dann schreiben wir das natürlich jetzt wiederholt hin. 11001 und so weiter. Und jetzt kommt der Klartext. Der ist jetzt, was weiß ich was. Das auch nicht sauber untereinander schreiben.
0, 0, 0, 1, 0, 1 zum Beispiel. Ja? So. Und jetzt, was macht die Visionärchiffre? Naja, die Visionärchiffre, da hätten wir jetzt deutsche Buchstaben. Die würde die Buchstaben addieren und was machen mit dem Ergebnis? 102. Modulo 26 erst einmal bei der deutschen Sprache. Ja? Genau. Also, und hier haben wir jetzt ja binär, das heißt, wir addieren die beiden Bit und nehmen das Ergebnis dann Modulo 2. Also wir machen Addition Modulo 2 und 0 plus 1 gibt 1, Modulo 2 ist 1. 1 plus 1 gibt 2, Modulo 2 ist 0. Ja? Da kriegen wir 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Das ist der Chiffretext. Ja? So. Also das ist jetzt nichts anderes als Visionärchiffre auf diesem Alphabet 01. Ganz simpel. Okay? Und da geht natürlich genau, gehen die Angriffe, Schlüsselwortlänge rausfinden. Und naja, Moment, langsam. Schlüsselwortlänge rausfinden, das ist ja noch in Ordnung. Aber wie schaut es denn dann aus? Was macht man danach bei Visionärchiffre? Genau, dann machen wir eigentlich eine Häufigkeitsanalyse. So, und jetzt wissen wir natürlich erst einmal nicht mehr weiter, weil wir wissen ja gar nicht, wie ist denn die Häufigkeitsverteilung auf den Bits. Ja? Das müssen wir uns anschauen. Erstens kommt es natürlich auf die Daten an. Ja? Was haben wir für Daten? Und zweitens, worauf kommt es denn noch an? Eigentlich nur auf die Daten. Ja? Genau. Also wenn wir da jetzt eine deutliche Verteilung haben, sprich viel mehr Einsen als Nullen, das ist ja alles. Ja? Also wenn wir jetzt in unseren Daten 60% Einsen haben und 40% Nullen, dann können wir es ganz deutlich sagen, war es jetzt 1 oder 0. Ja? So. Okay. Um das jetzt perfekt sicher zu machen, gehen wir noch einen Schritt weiter und nehmen eben so ein langes Schlüsselwort, dass es keine Wiederholungen gibt vom Schlüsselwort und dann ist es perfekt sicher. Wichtig ist mir noch an der Stelle zu erwähnen, dass diese Addition Modulo 2 nichts anderes ist als eine XOR-Verknüpfung. Schauen Sie an, da zwei verschiedene gibt es eine 1, zwei gleiche gibt es eine 0. So, und deswegen steht hier diese Formel, so ein Klartextzeichen Z wird abgebildet auf Z plus R. R ist dieser, das Schlüsselwortzeichen, Modulo 2. Und das ist nichts anderes als ZXOR. Oft schreibt man das auch so, dieses Plus mit dem Kringel drum für Addition Modulo 2. Okay, gut. Ja, das ist das One-Time-Pad. Und jetzt, ja, wollen wir den Beweis uns anschauen? Ne. Sorry, es tut mir leid, eigentlich würde ich den Beweis gern machen, aber ich muss auch ein bisschen daran denken, dass das Semester eigentlich schon fortgeschritten ist und wir ja irgendwann auch mal zu den modernen Chiffren kommen wollen. Ja? Und deswegen muss man halt ab und zu mal was weglassen. Wenn Sie den Beweis sehen wollen, dann lesen Sie ihn sich im Buch durch. Es ist natürlich, alles was ich nicht bringe, ist nicht prüfungsrelevant, also ich werde keinen One-Time-Pad-Beweis in der Prüfung fragen. Ja, und wenn, es ist eine schriftliche Prüfung, dann schreiben Sie ihn aus dem Buch ab. Ja. Aber natürlich ist es für das Verständnis immer gut, wenn man die Beweise sich angeschaut hat. So, wir schauen uns nur den Satz an. Der Satz wird nämlich sagen, das One-Time-Pad ist perfekt und kann nicht geknackt werden. Was heißt perfekt? Das schauen wir uns noch kurz an. Ein Chiffriersystem heißt perfekt, wenn bei beliebigem Klartext M und beliebigem Chiffretext C die a priori Wahrscheinlichkeit P von M gleich der bedingten Wahrscheinlichkeit
P von M unter der Bedingung C ist. Das heißt, wenn gilt P von M unter der Bedingung C gleich P von M. Bedingte Wahrscheinlichkeiten sind hoffentlich nichts ganz Neues für Sie. Wer hat schon mal was von bedingten Wahrscheinlichkeiten gehört? Eins, zwei. Wer hat noch nie was von bedingten Wahrscheinlichkeiten gehört? Zwei. Und die anderen, die haben so ein bisschen was davon gehört mal. Ja? Also in Mathe war das dran, das weiß ich. Ja? Ich werde aber jetzt auch nicht eher in die Mathe zu tief einsteigen. Die Intuition dahinter ist, die Wahrscheinlichkeit, einen Klartext M zu haben, wenn ich den Chiffretext C kenne. Ja? Das ist die Intuition unter bedingten Wahrscheinlichkeiten. Ja? Schauen Sie, die bedingte, machen wir nochmal ein Beispiel. Bedingte Wahrscheinlichkeit dafür, dass es regnet, wenn die Sonne nicht scheint. Ja? Das ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es regnet, wenn ich als Grundmenge nur Tage nehme, an denen die Sonne nicht scheint. Und das ist natürlich eine andere Wahrscheinlichkeit als die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es regnet, ohne dass ich über den Sonnenschein was weiß. Ja? Und so ist es hier zu sehen. Schauen Sie das hier, die rechte Seite, das ist einfach dummes Raten. Ich errate meinen Klartext. Die Wahrscheinlichkeit, den Klartext zu erraten, nehmen wir jetzt einen Binärcode, wenn ich einen binären Klartext der Länge 100 Zeichen habe, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich gar nichts weiß, wenn ich nichts weiß und dumm rate, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim ersten Versuch meinen Klartext errate? 200. Genau. 1 durch 2 hoch 100. Ja? Genau. 1 durch 2 hoch 100 ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Klartext einfach so errate. Und jetzt die andere Frage, die wir hier haben, ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich beim ersten Versuch den Klartext errate, wenn ich den Chiffretext kenne? Wenn die Wahrscheinlichkeit kleiner ist als die a priori Wahrscheinlichkeit, dann hat mir das offenbar was geholfen, der Chiffretext. Und dann ist die Chiffre nicht perfekt sicher. Eine Chiffre ist perfekt sicher, wenn diese beiden Wahrscheinlichkeiten gleich sind. Das heißt, wenn mir die Kenntnis des Chiffretexts überhaupt nichts hilft. Das nützt mir gar nichts. Das ist so, wie wenn ich nichts weiß und einfach rate. Das ist eine perfekte Chiffre. Und das ist tatsächlich beim One-Time-Pad so. Also man kann diese Gleichung beweisen fürs One-Time-Pad, die gilt. Okay, so. Ah ja, genau. Und eine wichtige Voraussetzung für unseren Satz, dass das One-Time-Pad sicher ist, ist dann außerdem noch, dass die Schlüsselbitfolge, das muss eine echte Zufallsbitfolge sein. Das müssen echt zufällige Bits sein, die dürfen nicht irgendwie pseudo-zufällig sein. So, und was ist eine echte Zufallsbitfolge? Naja, das ist ganz einfach. Wenn die Werte 0 und 1 beide mit der Wahrscheinlichkeit 1/2 vorkommen, ja, also gleich viel Nullen wie 1, ist klar. Wenn Bits paarweise unabhängig sind, ja, wenn beliebige Bits paarweise statistisch unabhängig sind, und hier steht es ein bisschen anders, wenn es keine Möglichkeit gibt, aus der Kenntnis eines beliebig langen Anfangsstücks der Folge Informationen über den Rest der Folge abzuleiten. Also angenommen, ich kenne jetzt hier so viele Bits, wenn die Bits unabhängig sind, dann hilft mir das gar nichts, dann kann ich über das nächste Bit nichts sagen. Ja? Das ist die Unabhängigkeit. Okay, also das ist ganz wichtig. Die Schlüsselbits, die müssen echt zufällig erzeugt sein. Okay, so, und dann kommt hier der Beweis. Das ist der Beweis für so ein kleines Lemma.
Und das ist der Satz, jetzt hier kommt's. Wird ein One-Time-Paid mit einer echten Zufallsbitfolge beschrieben, so bietet es perfekte Sicherheit. Gut, ja. Ach so, vielleicht sollten wir doch nochmal, wenn wir jetzt den Beweis schon nicht machen, uns kurz intuitiv überlegen, warum ist denn das perfekt sicher? Interessant ist ja schon, wie einfach dieses One-Time-Paid ist. Das ist ja wirklich super beliebig einfach. Einfacher, also einfacher verschlüsseln als so, kann kaum gehen. Ja? Und ja, es liegt an dem XOR. Es liegt daran, dass ich die beiden Bits, Schlüsselbit und Klartextbit, dass ich die XOR verknüpfe. Würden wir ein logisches UND oder ein logisches ODER nehmen, wäre alles kaputt. Es liegt an dem XOR. Schauen Sie, gucken wir doch einmal hier den Klartext an. Naja, wenn das Klartextbit eine 1 war, dann kann das Schlüsselbit mit Wahrscheinlichkeit 1/2 eine 1 sein oder eine 0 sein. Je nachdem, was mit dem Schlüsselbit passiert. Schauen Sie, wenn ich aus dem Schlüsselbit, aus der 0, machen wir das mal farbig, aus der 0 eine grüne 1 mache, den machen wir jetzt mal drüber, so, wenn das Schlüsselbit sich um 1 ändert, von 0 auf 1, ändert sich mein Chiffretextbit auf 0. Genauso hier. Wenn wir da aus dem Schlüsselbit eine 0 machen, kriegen wir da eine 1. Das heißt, sobald ich das Schlüsselbit flippe, flippt auch der hier unten. Wie soll ich dann eine Ahnung haben über den Chiffretext? Es hängt also wirklich alles von diesen Schlüsselbits ab. Und das liegt an der XOR-Verknüpfung. Probieren Sie das mal mit einem logischen und Sie werden sehen, das kann man ganz leicht knacken. Okay, gut. Also das ist natürlich eine coole Sache. Wir haben die perfekt sichere Chiffre. Bisher von allem, was wir gesehen haben, war nichts so sicher. Und auch von allem, was wir im Rest vom Semester sehen werden, wird keine Chiffre so sicher sein wie das One-Time-Paid. Ja? Trotzdem werden wir das ganz schnell wieder verlassen, das One-Time-Paid. Ja, warum? Gut, ein Problem ist natürlich, so eine echte Zufallsbitfolge, die gibt es gar nicht. Also, ja, ne, stimmt nicht. Heute sind die Physiker überzeugt, dass es echte Zufallsbitfolgen gibt. Ne, die, nicht nur überzeugt, die wissen es. Ja? Nämlich in der Quantenmechanik. Also in quantenmechanischen, physikalischen Prozessen gibt es echten Zufall. Und ich meine, die Quantenmechanik ist ja gar nicht so weit weg, weil die hat Auswirkungen auch in der makroskopischen Welt. Zum Beispiel der elektrische Widerstand. Also wenn ich so einen Widerstand in einer elektrischen Schaltung nehme, dann kommt der Widerstand ja daher, dass die Elektronen in dem Festkörper drin sich nicht frei bewegen können. Das heißt, die haben da einen gewissen Widerstand, die Elektronen. Deswegen wird der auch warm. Und woher kommt der Widerstand? Weil die Elektronen, die machen da Stöße mit dem Gitter. Die erzeugen dann Gitterschwingungen, die verlieren da Energie, weil Gitterschwingungen sind nichts anderes als Wärme. Deswegen wird so ein Widerstand auch warm. Und jetzt kommt es immer darauf an, wie das Elektron da gerade stößt. Vielleicht läuft es ja auch mal gerade durch so eine Röhre schön bequem durch und ein anderes Elektron stößt oft und so. Das heißt, dieser elektrische Widerstand, der verändert sich. Wenn wir da nach rechts die Zeit auftragen in so einem Widerstand und nach oben die Stromstärke, dann ist es so, dass natürlich, wenn die äußere Spannung konstant ist, dann habe ich eine konstante Stromstärke. Ja? Wenn wir aber diese konstante Linie jetzt einmal ganz stark vergrößert, also hier machen wir da so eine Lupe drauf, ganz stark vergrößert, werden Sie hier dann Rauschen sehen. Und dieses Rauschen kommt durch diese Stöße, die das Elektron macht in diesem quantenmechanischen Festkörper. Und da kann man jetzt zeigen, weiß man auch, Brownsche Bewegung zum Beispiel ist zufällig. Das heißt, dieses Rauschen, was man da kriegt, ist ein sehr zufälliges Rauschen. Da steckt ein echter Zufall drin.
Und das kann man extrahieren in einen Analog-Digital-Wandler rein und filtern und so weiter. Und dann kriegt man da perfekte Zufallszahlen. Und wenn man solche perfekten Zufallszahlen verwendet, dann kann man ein One-Time-Pad betreiben. Und das ist heute übrigens eigentlich kein großes Problem mehr. Ich habe übrigens im Jahr 2000 ein Forschungssemester verbracht bei der Firma Maxtor im Silicon Valley. Maxtor baut Festplatten und die hatten die Idee, wir wollen so einen echten Zufallszahlengenerator auf einer Festplatte bauen und das habe ich mit denen gemacht. Ich habe denen das Krypto- und Zufallszahlen-Know-how gebracht und die haben natürlich die ganze Hardware und so weiter und die Physik. Und da haben wir so einen echten Zufallszahlengenerator gebaut, der mit hoher Geschwindigkeit, nämlich 800.000 Bit pro Sekunde, zufällige Bits erzeugt. Ja? Also sowas gibt es heute. Ist in jedem Rechner drin, weil jeder Rechner hat eine Festplatte. Intel hat auf den Pentium 3 Prozessoren, übrigens auch auf dem Prozessor eine Zeit lang einen echten Zufallsgenerator mit so einem elektrischen Widerstand drauf gehabt. Ich glaube, das ist wieder ausgestorben, weil es niemand wollte. Ja? Die Welt interessiert sich nicht für sicheres Verschlüsseln. Das ist das Problem, das wir haben. Also vielleicht sollten Sie, wenn Sie dann später mal rausgehen in Ihre Firma, Ihren Chefs klar machen, dass man heute sicher verschlüsseln kann und das auch sollte. Aber das ist ein anderes Thema, auf das wir nochmal kommen werden. Also echte Zufallsbitfolgen sind auf dem Digitalrechner nicht realisierbar. Aber wenn ich so ein bisschen Physik dazu nehme, wie zum Beispiel in der Festplatte drin, oder einen Widerstand, dann geht es sehr wohl. So, okay, aber das eigentliche Problem, das wir haben, ist der Schlüsseltausch. Das ist das Problem. Ich meine, wenn ich jetzt auf meinem Computer perfekte Zufallsbits generieren kann, ja, dann ist ja schön. Dann habe ich diese perfekten zufälligen Schlüsselbits, aber ich brauche viele davon. Ich brauche mehr solche perfekt zufällige Bits, als ich jemals einen Klartext erzeugen werde. Für jedes neue Klartext-Bit brauche ich ein neues Zufallsbit. Ich brauche das. Okay, nicht so tragisch. Ich kann ja, das haben wir übrigens auch gemacht bei Maxtor, ich kann ja mal so eine ganze Festplatte mit 100 GB oder einem Terabyte vollschreiben mit so echten Zufallsbits und dann habe ich die und die reichen mir dann eine Zeit lang, wenn ich kurze Nachrichten habe. Ja? Aber wie kriegt mein Partner dieses Terabyte voll Zufallsbits? Das ist die Frage. Klar, ich kann eine identische Kopie von der vollgeschriebenen Festplatte machen und dem per Post schicken. Das ist in Ordnung, das können wir machen. Ja? Aber erstens dauert es lang, zweitens kostet es Geld und drittens ist das alles andere als perfekt sicher. Weil ich trage das Paket ja nicht selber hin. Ja? Ich kann es auch selber hinbringen. Das ist dann schon perfekt sicher, würde ich sagen. Ja? Aber ich meine, wenn der Partner halt in Australien sitzt, dann kostet mich das mindestens 3 Tage und viel Geld und so weiter. Also, und das im Internetzeitalter ist nicht mehr so unbedingt richtig bequem. Ja? Das ist das Problem. Ja? Also im Gegenteil, das ist extrem unbequem, so riesige Schlüsselbitmengen dem Partner zukommen zu lassen. Weil wenn ich das kann, dann kann ich ja gleich die Nachricht im Flugzeug mit nach Australien nehmen und dann brauche ich keine Schlüsselbits mehr. Ja? Okay, das ist das Problem, weshalb wir uns andere Verfahren noch anschauen werden. Okay, und ja, und jetzt schauen wir uns aber noch eine coole Idee an. Das habe ich gelesen, Sie sehen es, also im Jahr 2001 kam in der New York Times ein Artikel, ich weiß nicht mehr, ich glaube ein Student hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und ich meine, wenn sowas in der New York Times kommt, dann muss das ja schon eine coole Erfindung sein. Ja? Die Überschrift war auf Deutsch übersetzt, Schlüsseltauschproblem beim One-Time-Pad gelöst. Das ist natürlich schon was wert. Also wenn jemand dieses Schlüsseltauschproblem löst, dann haben wir echt eine coole Verschlüsselung gefunden. Und wenn dann noch der Michael Rabin einer von den Autoren von dem Paper war, auf dem das Ganze basiert, dann kann das ja nur gut sein. Weil der Rabin ist einer der großen führenden Kryptologen heute. Ja? Und
der Doktorand Yan Zhongding, der hat das Verfahren entwickelt gehabt. Ja? Und, das, und zwar funktioniert es so. Das Problem ist ja, wenn Alice und Bob mit One-Time-Pad kommunizieren wollen, dann muss die Alice dem Bob diese Zufallsbits zukommen lassen. So, und das ist halt schwierig. Und jetzt haben die sich Folgendes überlegt. Wir stellen uns jetzt vor, wir hätten da oben irgendwo im Universum so einen Satelliten. Und dieser Satellit, der tut per Broadcast diese Zufallsbits auf dem ganzen Globus verteilen. Ja? Ja, und dann ist klar, dann empfangen natürlich Alice und Bob beide die gleichen Zufallsbits. Ja? Und mit diesen Zufallsbits verschlüsselt die Alice jetzt ihre Nachricht und schickt sie an den Bob. Natürlich sind die dann jetzt, ja, das ist die Frage, sind die jetzt geheim noch, diese Bits? Oder ich meine, eigentlich ist das ja wie beim Fernsehen, das ist ja auch nicht geheim, zumindest wenn es kein Pay-TV ist mit Verschlüsselung. Ja? Und das ist kein Pay-TV, die kommen umsonst runter von dem Satelliten, diese Zufallsbits. Aber diese Bits, die werden auf sehr hoher Frequenz übertragen. Dann stellen wir uns vor, wir nehmen das Maximale, was heute geht. Mir hat einmal ein Elektrotechniker erzählt, 30 Gigahertz ist so das Maximale, was man an Funkfrequenz erzeugen kann. Also nehmen wir mal an, die würden mit 30 Gigahertz übertragen. Also 30 Gigabit pro Sekunde werden da übertragen. Und die Alice möchte jetzt so eine One-Time-Pad dem Bob zukommen lassen. Und dann müssen die beide sich einigen, wann sie anfangen, ihre Bits zu verwenden, die da in wirklich hoher Frequenz, 30 Gigabit ist ja ganz schön viel. Also da sind innerhalb von ein paar Sekunden ist eine ganze Festplatte voll mit Zufallsbits geschrieben. Ja? Und die muss man auch erst einmal in seinen Rechner reinbringen mit der Frequenz. Ja? Also die Busse auf den Rechnern sind auch nicht so schnell und so weiter. Also das ist nicht trivial, es ist gar nicht trivial. Aber wenn die beiden sich einigen auf einen exakten Zeitpunkt, wann die Alice ihre Bits abfängt und zum Verschlüsseln verwendet und der Bob auch, dann können die mit One-Time-Pad verschlüsseln. Und jetzt funktioniert es so. Um 8.12 Uhr fällt der Alice ein, ich will dem Bob eine Nachricht schicken. Und dann denkt sich der Rechner von der Alice eine ganz genaue Uhrzeit aus, nämlich um 9.46 Uhr und 34 Sekunden und 79 Hundertstel fange ich an, die Bits zu lesen. Das ist natürlich noch nicht genau genug, weil in einer Hundertstel Sekunde werden bei 30 Gigabit immer noch 300 Megabit übertragen. Ja? Also da muss man unter 300 Megabit raussuchen, welches war denn das Richtige. Ja? Aber jetzt nehmen wir mal an, die finden das richtige Startbit. Ja, das können wir nachher diskutieren, wie die das machen. Und diese Uhrzeit, die wird jetzt verschlüsselt und zwar konventionell verschlüsselt. Die wird konventionell verschlüsselt. Mit DES oder sowas. Ja. Der Bob kriegt es, der Bob packt diese Nachricht aus und weiß die Uhrzeit. Wenn dann diese Uhrzeit da ist, dann speichert die Alice die Bits und der Bob speichert gleichzeitig auch die Bits, die vom Satelliten kommen. Naja, und jetzt um 9.50 Uhr oder so, kurze Zeit später, verwendet die Alice diese Bits und tut eben ein One-Time-Pad anwenden, den Chiffretext an den Bob übertragen und der packt es wieder aus. Ja, und das haben die damals als quasi die Lösung für das Schlüsseltauschproblem vom One-Time-Pad bezeichnet. Und tatsächlich ist es eine Lösung, nur die Frage ist natürlich, haben wir dann immer noch die volle Sicherheit eines One-Time-Pad? Ja, und nur dann kann man es als One-Time-Pad bezeichnen. Ja? Also ich sehe da auch schon ein paar andere Probleme. Also wenn man bekommt es auch wahrscheinlich gar nicht so genau hin, dass beide Zeiten von dem Rechner so genau aussynchronisiert sind. So ist es. Also das ist ein wichtiger Punkt. Absolute Zeit gibt es gar nicht. Hat der Einstein bewiesen. Zeiten sind immer relativ. Ja. Aber das Problem kann man lösen. Das kann man lösen, wenn sich Alice und Bob am Anfang irgendwann einigen und sagen, okay, wir haben das ja auf eine Hundertstelsekunde genau, haben die Zeit. Ich glaube, davon kann man ausgehen. Hundertstelsekunde, es gibt ganz tolle Atomuhren, die viel genauer sind.
Auf diese Hundertstel Sekunde kriegen die das hin. Oder sagen wir mal, eine Sekunde ist auch noch okay. Und jetzt überlegen Alice und Bob sich einen, einen Bitstring, also so einen Vektor mit Bits, die sagen, wir nehmen jetzt 100 Einsen zum Beispiel. Das muss man sich gut überlegen, wie die Länge ist. Ja? 100 Einsen, das heißt, wenn bei dir die Uhr den Zeitpunkt anzeigt, dann startest du deinen Rechner und der soll jetzt warten, bis der erste String mit 100 Einsen kommt. Und dann nimmst du die Bits. Ja? Weil 100 Einsen tauchen nicht so oft auf. Also 100 ist wahrscheinlich schon zu viel, vielleicht 50 Einsen. Ja? Dann warten wir, bis zum nächsten Mal 50 Einsen kommen und dann haben wir so einen Synchronisationszeitpunkt und mit hoher Wahrscheinlichkeit haben die dann wirklich die gleichen Bits. Ja? Also das kriegt man schon hin. Die Synchronisation, die kann man hinkriegen. Aber es gibt natürlich noch andere Probleme. Zum Beispiel ein kritischer Punkt ist der, diese Uhrzeit wird klassisch verschlüsselt. Ja, und wenn die klassisch verschlüsselt ist, dann kann man die knacken. Ja? Dann ist es kein One-Time-Pad mehr. Okay, da sagen die Entwickler jetzt natürlich, es darf zwischen 8.12 Uhr und 9.50 Uhr nur so viel Zeit vergehen, dass niemand diese klassisch verschlüsselte Nachricht knacken kann. Ja? Und da kann man ja davon ausgehen, das kann ja auch schneller sein, nach 10 Minuten schon oder so. Ja? Also in 10 Minuten kann man diese AES-Verschlüsselung nicht knacken. Okay, wenn man das nicht knacken kann, ja, dann mache ich was anderes. Ich könnte ja einfach hergehen und als Angreifer alle Bits, die der da runterschickt, mithören. Alle Bits mithören und dann sehe ich ja, aha, da kommt was von der Alice. Und zwar kommt da so eine Nachricht von dem Typ, das heißt, die wird kurz drauf irgendwann verschlüsseln. Ich höre einfach alle Bits mit und suche dann selber solche Synchronisationszeitpunkte und knack das Ganze. Ist aber auch nicht so einfach. Wo ist das Problem bei diesem alle Bits mithören? Ja? Extrem viele Zahlen oder extrem viele Daten. Eben, die muss ich erst einmal speichern können. Also das können Sie sich selber ausrechnen, wie viele Festplatten brauche ich, wenn ich eine Stunde lang mithöre und 30 Gigabit pro Sekunde kommen. Aber es ist nicht unmöglich. Ich meine, wir sehen, um es jetzt kurz zu machen, wir sehen an der Stelle, das Verfahren ist, sagen wir mal, sehr sicher, aber nicht perfekt und deswegen kein One-Time-Pad. Fertig. Ja? Okay, und damit machen wir Schluss für heute. Danke.